Ja, weiter geht's mit dem Video hier. Die nächsten Schritte. Zunächst möchte ich mich einmal noch auf den Robbe-Geier konzentrieren, so wie ich bisher auch halt solche Fluchmodelle gemacht habe. Das heißt, dass die Außenhaut, die haben wir ja schon mit diesen beiden Thicknessen hier, und dann in das, dass das dann so aufgeteilt wird, dass es eben Rippen gibt, die dann mitgedruckt werden. Und in einem weiteren Video, vielleicht auch mehreren Videos, muss ich schauen. Da möchte ich dann halt schauen, wie man auch normale Rippen generieren kann, um eben eine Tragfläche zu bauen hinterher, die man mit Bespannpapier oder mit Bügelfolie bebügeln kann. Okay, machen wir weiter hier. Also das ist jetzt das Ergebnis, mit dem wir vorhin aufgehört haben. Und da ist das Innere von der Tragfläche. Und hier sind dann die beiden Häute in Anführungszeichen von 0,4 mm Dicke, da müssen jetzt halt noch die Rippen rein. Und das machen wir folgendermaßen. Wir haben hier die Fusion erzeugt. Daraus machen wir ein Objekt. Und das haben wir hier. Das nenne ich jetzt ruhig mal innen. Und dann müssen wir uns überlegen, wie wir da Rippen drauf konstruieren. Also, was man dazu erstmal macht, das wird erstmal mit Steuerung D machen wir das. Ich mache mal wieder die Tastenkommandos an. Steuerung D. Und dann kann man hier halt sagen, okay, da möchten wir jetzt mal 80, also 70, 80% Transparenz haben. So, die Zeichnung hier, die kann ich wieder deaktivieren. Und dann geht es hier weiter. Da sollen jetzt Rippen drauf. Da machen wir jetzt erstmal Folgendes, dass man einen neuen Körper generiert. Alles muss deselektiert sein, neuer Körper. Und da machen wir eine Datum Plane rein. Und die Datum Plane, die basiert auf der XY-Ebene. So, die ist jetzt selektiert. Und dann können wir hier einfach sagen, neue Datum Plane. Und die wird in Z-Richtung minus, sagen wir, 20 mm verschoben, dass sie auf alle Fälle unter der Tragfläche hängt. Und auf diese Datum Plane, da wird jetzt eine Zeichnung generiert. Das wird ein riesengroßes Rechteck. So groß zum Beispiel. Und dann können wir das schließen. Das wird eine Aufpolsterung. 0,2 mm. Ist nicht so wichtig, was man da für ein Maß nimmt. Muss nur groß genug sein, weil es muss halt ein Objekt ergeben. So, dann können wir das hier wieder ausblenden, können hier draufklicken und eine neue Zeichnung machen. Und das wird jetzt ein Würfel bzw. ein Quadrat, was entsprechend, wie wir das auch bisher immer gesehen haben, gedreht wird. Also zeichnen wir hier so ein Quadrat da rein. Das soll keine Beziehungen haben zu irgendwelchen Linien im Moment. So, was das hat, das ist einmal hier parallel, da ist es parallel, dann hat es hier einen Winkel von 90 Grad. So, der Winkel hier, der ist auch 5, nicht auch, sondern der ist 45 Grad. So, dann kriegt das Ding ein Maß. Das können wir hier in dem Fall ruhig ein bisschen größer machen. Machen wir mal 60er. Und dann sieht man, die müssen gleich werden. Also equal. So, jetzt haben wir das hier und können das hier so einfach verschieben und können uns überlegen, wo wir es hin platzieren, damit das hier und damit das hier auch wirklich in das Profil reinläuft. In das Profil, in die Tragfläche. Also ruhig noch ein bisschen tiefer. So zum Beispiel. So, das Wichtigste hätte ich jetzt fast vergessen. Und zwar, wir brauchen für die Konstruktion immer möglichst Konstruktionslinien, die wir dann für die Richtung nehmen können. Das heißt, wir haben einmal hier diese Richtung, einmal hier diese Richtung. Dann haben wir hier den Winkel.
Das sind die 45 Grad und der Winkel zwischen den beiden hier, der ist 90 Grad. Die Länge spielt bei denen keine Rolle, wird einfach geschlossen. So, jetzt kann man hergehen, hier erstmal eine Aufpolsterung von machen. So, wie hoch wird die? Nicht nur 10, sondern die wird, sagen wir mal, 50 mm. Kann man sich an der Seite anschauen, ob das hoch genug ist. Das ist knapp. Also machen wir es ruhig ein bisschen mehr. Machen wir mal 60 daraus. Okay. Und auch diesen Körper hier, das nennen wir jetzt einfach mal Rippenschnitt. Das wird transparent, also Steuerung D. Und da machen wir das auch so 60-70%. Und so, dann können wir uns das von oben angucken. Taste 2 auf dem Numlock. Da sieht man jetzt dieses Rechteck, diesen Pad hier. Und der soll jetzt vervielfältigt werden. Und zwar, da nehmen wir diese Funktion hier, Mehrfachtransformation. Und zwar einmal hier mit Rechtsklick, das wird ein lineares Muster. Das wird an der Konstruktionslinie 1 bewegt. So, dann, wie lang wird das? So, da kommt jetzt wieder die Mathematik. Also ich denke, dass wir 20 Stück brauchen von diesen Teilen. Und die sind 60 und ich will die Rippen 0,8 mm dick machen. Also wären das 60,8. So, 20. Das heißt, ich mache 21 Rippen und 20 mal das. Also tippen wir hier 20. Das können wir auch hier machen. 20 mal 20 mal 60,8. Und dann sieht man, da würde das dann hinlaufen. Ja, das sieht gut aus. Okay, dann machen wir jetzt hier 21 hin. Ich glaube, so war es richtig. Ja. Und dann kann man sich das hier anschauen, ob das passt. Das sieht gut aus. Das sind die 0,8er Rippen. So, dann machen wir jetzt hier, können wir das nächste lineare Pattern hinzufügen durch rechte Maustaste nochmal ein lineares Muster und zwar an der Konstruktionslinie 2 und da machen wir genau dasselbe. Da kommt hier auch rein 20 mal 60,8 und das werden 21. Okay, das ging schnell genug. Jetzt sieht man hier, das schneidet wunderbar hier raus. Jetzt kann man noch prüfen, ob es irgendwo Ergebnisse gibt, wo so Inseln verbleiben, dass da ich das nicht so ohne weiteres da rausschneiden kann. Das passiert normalerweise hier oben oder hier unten oder hier hinten an der Kante. Das sieht aber so aus, als wenn das hier alles funktionieren würde. Das heißt, ich habe das Teil hier fertig und kann jetzt daraus, aus dem Rippenschnitt, auch eine solche 3D-Repräsentation machen mit dieser Funktion Part Create a Copy Form aufbereiten. Wie gesagt, das habe ich hier bereit liegen und braucht dann nur einmal drauf zu klicken. So, dann haben wir das. Das machen wir auch noch mal die Transparenz hoch. So, jetzt soll das geschnitten werden. Und zwar innen. Davon mache ich aber eine Kopie, weil das werde ich bestimmt noch mehrfach brauchen. So, wir werden innen und der Rippenschnitt wird davon abgezogen. Das heißt, das ist Schnitt hier, das ist Differenz.
und einmal Differenz wählen und schauen, ob es klappt. Ging doch schneller, als ich gedacht habe, und schon haben wir die Rippen fertig. So, das heißt, ich mache jetzt hier noch von den Thicknessen hier. Habe ich die schon gemacht? Nee, die habe ich noch nicht gemacht. Das heißt, davon mache ich auch solche Kopien. Einmal der, einmal der. Die machen wir jetzt auch noch schön halb durchsichtig. Und du auch. So, so sieht jetzt die Tragfläche halt aus. So, die Rippen sind zusammenhängend, die Thickness nicht. Die können wir aber trotzdem verbinden. Und zwar mit einer Fusion. Einfach die hier wählen. Und davon machen wir auch einen. So, was haben wir jetzt hier? Wir haben die hier. Davon machen wir auch eine Kopie. Also, das ist die Haut und das hier sind die Rippen. So, jetzt haben wir ja hinten die Tragfläche. Da ist ja das Querruder dran. Das muss also abgetrennt werden. Und zwar, da macht man sich am besten wieder die Zeichnung drunter. Das heißt, gehen wir mal hier hoch, machen das wieder an. Und dann sieht man da, wenn ich mich recht entsinne, waren das 50 mm, was hinten abgetrennt wurde. Das heißt, da muss jetzt ein Teil konstruiert werden, was eben einmal von den Rippen und von der Haut das abzieht. Und einmal wird das auch noch damit vereinigt im Schnitt. Das seht ihr jetzt gleich. Also machen wir einen neuen Körper. Part-Design-Modus ist richtig. So, der Körper, der wird auch wieder auf eine... Obwohl, das brauchen wir jetzt gar nicht machen. Ne, lassen wir mal weg. Den mache ich einfach... da mache ich einfach eine Zeichnung auf der XY-Ebene. Und... dann machen wir das Blau hier weg. So, das wird ein Polygon. Das wird irgendwie so. So. So und so. Okay, das dazu. Dann haben wir zwei Linien. Eine geht von da bis da. Und eine von da bis da. So, jetzt haben wir die Maße. Das heißt, das hier, das kann ruhig auf die gelegt werden. Und das Maß hier. Das ist also die 314 minus 50. Also 264 mm. So, das wird blau. Genauso das hier oben, das wird auch blau. So, das kriegt einmal hier ein Maß. Das sind die 200 und die 760 waren das doch, ne? Gucken wir mal. Ja, genau, das waren die 760 mm. So, dann kriegt das hier auch noch ein Maß. Und zwar, da muss man schon richtig tippen, das Maß hier. Das sind also die 159 plus die Wurzellänge. Das waren... 289 und minus 50.
sieht ganz gut aus. So, dann machen wir die noch parallel. Das Maß hier wird 90. Das kann ja ruhig länger sein. So, und dann haben wir noch, da müssen wir das richtig einschränken. Minus 40. Das sind 40. So, und schon ist das Teil eingeschränkt. Dann können wir daraus jetzt eine Aufpolsterung machen. Die machen wir symmetrisch 50 mm. Ja, das ist ausreichend. So, das ist QR-Schnitt. Nennen wir das einfach mal. Und da machen wir auch jetzt so einen Körper hier vorne. Und jetzt machen wir die verschiedenen Berechnungen. Das heißt, wir machen eine Kopie von der Haut. Und dann wird das davon abgezogen. Also mit dieser Funktion. Und schon haben wir die Haut, das Querruder abgesägt. So, dann machen wir die Rippen, die wird natürlich mit Doppel-P geschrieben. Die Rippen, davon machen wir auch eine Kopie. Und nochmal eine Kopie von QR-Schnitt. So, Rippen, QR-Schnitt und dann auch die Differenz. So, dann haben wir da die Geierflächen ohne Querruder. Dann geht's weiter. Wir machen hier von denen direkt noch zwei Kopien, Haut und Rippen, und QR-Schnitt brauche ich auch noch zweimal. 1, 2. So, dann haben wir Haut und QR-Schnitt und ein Schnitt aus den beiden. Nummer 1. Und dann haben wir noch Rippen und QR-Schnitt und da auch die den Schnitt. So, und jetzt haben wir hier zwei Cuts. Das gibt zusammen den vorderen Teil der Tragfläche und hier haben wir das Querruder. So, jetzt kann man sich hier noch überlegen, was mache ich bei dem Querruder? Mache ich das hier so rund? Würde ich fast vorschlagen. Und jetzt ist das Querruder hier natürlich nicht so gerade hoch, sondern so schräg mit einem gewissen Winkel. Und das heißt, das Teil, was ich dann da benutze, um das abzuziehen, das ist nicht ganz so einfach. Ich denke fast, das mache ich im nächsten Video. Also das. So schnell kommt man hier voran, um eben so eine Geier-Tragfläche zu bauen. Da kann ich jetzt hier diese beiden, machen wir einfach mal testeshalber. Ich kann natürlich nicht so eine hohe Tragfläche hier auf einmal drucken. Also muss das hier aufgetrennt werden. Das macht man wieder mit sogenannten Ebenen. So, gerade mal schauen, dann gehen wir in den Part-Modus und wir erzeugen ein Formteil und zwar Grundkörper, Ebene. So, die Kante muss richtig groß sein, machen wir die ruhig mal 2, dann machen wir ruhig 400 mal 400 mm. So, da ist die Ebene. Können wir schließen. Die muss jetzt entsprechend gedreht werden. Das heißt, einmal rechte Maustaste transformieren. Dann wird die hier so gedreht. Und zwar, dass sie genau 90 Grad ist. Gucken wir sich so an. Ja, das sieht gut aus. Und dann können wir die jetzt noch so ein bisschen runter bewegen und ein bisschen
So. So, jetzt soll die halt die Tragfläche aufschneiden. Gucken wir mal bei Placement und Position. Ja, mit Y kann die jetzt bewegt werden. Das heißt, so ist sie auf 0. Machen wir mal 300 mm. Da wird das erste Mal aufgetrennt. Und dann machen wir eine Kopie hiervon. Und die wird auf 600 mm. Das machen wir anders. So, dann machen wir die hier mal 250. Die Ebene auf 500. Dann hat man so ungefähr die gleiche Größe. So, die muss jetzt hier noch verschoben werden. Das heißt, einmal rechte Maustaste transformieren. Dann wird das hier so geschoben, dass sie auch wirklich zertrennt. So, von diesen Ebenen brauchen wir noch ein paar mehr. Die können wir auch gleich einfach kopieren. Also wir brauchen hier 1, 2, 3, 4 mal die Ebene. Also diese hier. So, die machen wir erstmal unsichtbar. Also machen wir den ersten Schnitt. Ich habe erstmal, da machen wir wieder Kopien von Nummer 1, Nummer 2, Nummer 3, Nummer 4. So, dann können wir hier Nummer 1 mit der ersten Ebene. Da muss man hier jetzt die richtige Funktion auswählen. Das ist hier das Auseinanderschneiden. So, fürs Auseinanderschneiden muss ich aber zwei Objekte selektieren. Das heißt, du sollst geschnitten werden mit dieser Ebene und einmal die Funktion. So, und dann haben wir hier zwei Ergebnisse. Nummer 1, Nummer 2. Und den können wir unsichtbar machen. So, das heißt, da haben wir das Ergebnis oben und das Ergebnis unten. Da können wir eigentlich direkt mit der Ebene 2 weitermachen, aber nee, das machen wir nicht. So, jetzt habe ich noch die Rippen, die müssen entsprechend geschnitten werden mit dieser Ebene, also du und du. Auseinander trennen. Und dann haben wir hier, da gibt es vier Ergebnisse. Muss man mal gucken, warum. Ja, da ist so ein Stück da vorne. Das lassen wir einfach weg. Und hier ist noch irgendwo so ein Mini-Stückchen da unten. Das lassen wir einfach auch weg. Das heißt, den brauche ich einmal und dann die machen wir unsichtbar. Die brauchen wir jetzt nicht mehr. So, dann haben wir das Teil hier schon mal fertig, aber es sind ja noch die das Querruder. Wo habe ich das denn hingelegt? So, kommen. Das sind die beiden hier. Okay. Der mit der Ebene einmal verschnitten. Einmal, zweimal und dann haben wir noch
die Rippen dort und die werden mit dieser Ebene verschnitten. Und da haben wir auch, oh, da hat er ganz viele rausgemacht. Ich würde sagen, das lass uns erstmal weg. So, das heißt, ich habe jetzt hier jetzt muss das noch hier oben aufgeteilt werden. Wieso hat er das da schon aufgeteilt? Das weiß ich jetzt auch nicht. Ach nee, das ist alles klar. Gut. So, jetzt haben wir noch diese Ebene hier. Da soll das auch aufgeteilt werden. Das mache ich jetzt. Da haben wir die Cuts hier und die Comments. Da machen wir jetzt wieder Kopien von. Wir können mal gerade ein paar wegwerfen hier. Der kann weg. Der kann auch weg. Und da haben wir noch einen. Der kann auch weg, weil ich schneide die da oben aus dem echten hier. Das heißt, da haben wir jetzt wieder die Ebene hier. Davon machen wir Kopien. 1, 2, 3 und dann fangen wir an. Der soll geschnitten werden mit der ersten Ebene hier. Das heißt, haben wir den. Schauen wir mal, welchen wir davon wegpacken können. Der kann weg. Den brauchen wir. Stimmt das? Ne, das stimmt nicht. Start Z. So, die brauchen wir jetzt beide. Hätte ich doch den einen nutzen sollen. Ja. Okay, sei es drum. Ihr seht, ich habe was falsch gemacht. Ich hätte doch das von vorhin da weiter nutzen sollen. Mal gucken, ob ich das noch zurückgebaut kriege mit Steuerung Z. Slice. Ich glaube, jetzt habe ich sie wieder. Da haben wir den, da haben wir den. Jetzt haben wir sie wieder. Und da haben wir den und den. Und da müsste ich sie eigentlich auch haben. Jo, wir arbeiten doch mit denen hier. Nicht mit den kompletten mehr. Die schmeißen wir erstmal raus. So, jetzt haben wir die Ebene 1. Davon brauche ich trotzdem die Kopien. Drei Stück, also vier insgesamt. Und dann müssen wir jetzt mit den passenden Teilen arbeiten. Du wirst bitte verschnitten mit der Ebene. Und da haben wir einmal das. Und einmal das. So, dann haben wir da sind die weiteren Ebenen. Hier den haben wir. Der muss verschnitten werden. Machen wir mit der zweiten Ebene hier. Und einmal da und einmal da. Und dann haben wir
noch den hier und den hier. Ne, das sind ja schon die. Okay, den hier, der muss auch geschnitten werden. Und zwar mit der letzten. Ich habe noch zwei Ebenen. Ach ja, alles klar, die eine brauchen wir dann nicht. So, das heißt, hier wird es auch auseinandergeschnitten. So, da haben wir einmal den. Den. Und den hier, den lassen wir wegfallen. So, jetzt muss man sich gut überlegen, was man jetzt weiterhin braucht. Also die eine Ebene hier, die können wir inaktiv machen. Und ich habe jetzt hier also einmal die Haut unten. So, dann haben wir den. Den. So, dann müsste es hier eigentlich mit der Mitte weitergehen. Den. Und den. Dann haben wir noch den. So, jetzt müsste ich eigentlich hier oben nur noch die oberen haben. Gucken wir mal. Der. Jo. Dann haben wir den hier. Jo. Und dann haben wir den. Jetzt müsste ich eigentlich hier alles relativ gut sortiert haben. Das heißt, ich mache jetzt erstmal hier alles unsichtbar und dann können wir hier anfangen. So, da haben wir die Haut unten. Haut P1. So, das ist Rippen P1. So, das ist QRP1. So, dann haben wir Haut P2 und dann haben wir QRP2 und Rippen P2. So, und dann haben wir hier noch Haut P3. QR für Querruder P3. Und das müssten dann noch Rippen P3 sein. Okay, und jetzt könnte man sagen, okay, wir möchten jetzt anfangen zu drucken. Ich fange also an, exportiere diese drei hier, ohne die Querruder. So, die kommt weg, also nur die beiden. Also die beiden werden exportiert als STL. Und das wird jetzt P1. Als STL. P1 STL. So, dann importieren wir hier das, was wir gerade halt exportiert haben. Das war FreeCAD, Robbe Geier und P1 STL. So,
So sieht das Ganze aus. Dann wird das gedreht. Und zwar so. Dann können wir das noch, damit es vernünftiger drauf passt, hier so 45 Grad drehen. Und dann schauen wir, was haben wir hier. Travel Cooling Support Bild hält ein Brim. Ja, ich mache da ganz gerne einen Raft, aber versuchen wir es einfach mal mit Brim. So, dann wird das gesliced. Okay, die 5er scheint damit nicht klar zu kommen. Gucken wir mal, ob das die alte Cura schafft. Okay, reinholen. So, das ist wieder das alte System. Da muss man wieder hier suchen nach dem FreeCAD und dann nach der Robbe Geier P1 STL. So, dann machen wir jetzt genau dasselbe. Das wird gedreht. 90 Grad. So, dann hier 45 Grad. So, ist jetzt ein bisschen anderes Profil. Schichtig 0.24. Druckplattenhaftung im Brim. Acht Stunden Druckzeit, ist aber nicht auf die maximale Geschwindigkeit eingestellt. Das müsste schneller gehen. Kann man mal gerade schauen, wie das Ganze so aussieht. Eigentlich ganz vernünftig. So, da sieht man aber, da sind kräftige Löcher drin. Da fehlt noch was in den Voreinstellungen und zwar dünne Wände, kleine Lücken ausfiltern, Drucken von dünnen Wänden und dann nochmal slicen. So, und da sind die Löcher weg. Und das könnten wir jetzt drucken. Brauche jetzt 15 Stunden. Boah. Ja, ist schon ein Hammer. Gehen wir mal hier. Das habe ich alles auf 60. Mein Drucker kann aber 100. 140, 50, 50. Okay. Das lassen wir nochmal. Stunden. Ich würde fast vorschlagen, hier einen anderen Slicer zu nehmen. Und zwar zum Beispiel den Idea Maker. Mit dem bin ich bei Tragflächen, komme ich wesentlich besser klar. Werde ich auch, wenn ich das Ding hier wirklich produziere, werde ich den auch nutzen. Okay, wenn euch solche Videos wie das hier interessieren, so lasst doch gerne ein Abonnement da. Einen Klick auf die Glocke, ihr werdet über neue Videos informiert. Und Daumen nach oben wird natürlich auch immer gerne gesehen. Ist für euch gut, dann kriegt ihr solche Videos nicht nur von mir halt bevorzugt angezeigt. Und damit danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.